Willkommen zu einem neuen Unboxing und einer neuen Box, auch generell auf diesem Kanal. Und zwar habe ich jetzt für ein Jahr erstmal die Look Fantastic Box abonniert. Irgendwie gibt es noch ausländische Boxen auf meinem Kanal, aber die sind halt am besten. Ich finde keine deutsche bisher so gut, dass ich sie abonnieren müsste. Und jetzt habe ich hier die Look Fantastic Box und das ist jetzt die Edition Pretty in Paradise. Und allein schon dieses Design ist richtig, richtig schön. Ich finde es sehr, sehr hübsch. Und dann mache ich sie mal auf. Ich habe mich schon mal so ein bisschen spoilern lassen. Also ich weiß schon so grob den Inhalt, aber nicht so genau. Also ich wüsste jetzt nur noch, glaube ich, ein Produkt so wirklich. Ansonsten nicht. Ja, okay, hier kann man sie sehen, deswegen verdecke ich das mal kurz. Hier ist ein Beauty-Heft drin. Also da stehen einfach, glaube ich, Sachen zu den Produkten drin und sowas. Dann haben wir hier ein Magazin, so ein Fashion-Magazin, wie es aussieht. Und zwar Elle. Könnte man mal reingucken, keine Ahnung. Sowas. Steht, glaube ich, alles Mögliche drin. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich gucke gerade, wie viel es kostet. 4,30 Pfund kostet das. Werde ich auf jeden Fall, glaube ich, mal kurz reinschauen. Und dann ist das hier die Box. Ich mache es mal auf. Okay, ich nehme mir mal erstmal das erste Produkt, was mir entgegenkommt. Das ist Regenerate. Was ist das? Advanced Toothpaste. Okay, es ist eine Zahnpasta, so eine kleinere Größe. Das sind ja 14 Milliliter. Zum Testen ist das, glaube ich, ganz gut. Steht da noch was drauf? Nee, nicht wirklich. Also auf jeden Fall eine Zahnpasta. Kann man immer gebrauchen, teste ich gerne aus. Also finde ich auch, passt natürlich auch in eine Beautybox, muss ich sagen. Also warum auch nicht? Hat man eher selten drin, aber es passt. Dann habe ich hier, voll süßes Design, muss ich sagen, von Mimitika, glaube ich. Face Sunscreen. Ah, okay. Ja, das ist cool. Das ist fürs Gesicht eine Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 50, was ich ja eh immer benutze, 50. Hätte jetzt eigentlich schon letztes Mal, also hätte ich ein bisschen früher gebrauchen können, weil ich ja gerade im Urlaub war. Aber da ergibt sich bestimmt noch eine Gelegenheit und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann habe ich hier von Kaushat. Kaushat ist eine sehr coole Firma. Ich hatte ganz früh, als die Glossypox noch gut war, vor langer, langer Zeit, hatte ich meine Handcreme von Kaushat drin und die war so unglaublich. Die hat gestunken wie die Pest, aber das verflog nach einer Zeit und die war einfach so gut. Also wirklich, die war richtig, richtig toll. Meine Hände waren sofort weich, einfach wirklich so weich. Deswegen freue ich mich, dass ich hier noch was austesten kann. Das ist die Chamomile Refreshing Toner. Ach, so ein Toner, also so Gesichtswasser. Einfach nochmal zur endgültigen Reinigung. Ja, teste ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Finde ich cool, gerade die Marke. Das sind halt jetzt hier auch wieder Marken, die man hier in Deutschland vielleicht nicht so vertreten hat. Das finde ich natürlich umso besser. Dann hier auch natürlich eine sehr coole Marke, und zwar die Marke Moroccan Oil. So sieht das Produkt aus. Ich habe noch das Moroccan Haaröl aus meiner letzten... Achso, von Look Fantastic hatte ich nämlich den Adventskalender, wenn ihr euch noch erinnert, für, glaube ich, 90 Euro. Und da war das richtige Öl von Moroccan Oil drin. Und das hier ist jetzt ein Hydrating Styling Cream. Ja, soll einfach Feuchtigkeit spenden und ist, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall für die Haare und Feuchtigkeit spenden. Ich weiß nicht, vielleicht macht es auch die Haare, dass man besser glätten kann, also dass man besser durchkommt oder so. Ich muss mal gucken nachher, wann man das verwendet. Man kann es ins Handtuch trockene oder wirklich trockene Haar geben. Werde ich bestimmt mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall gut, weil die Marke soll ja sehr, sehr gut sein. Von daher finde ich das sehr schön. Dann habe ich hier von Jelly Pong Pong Bare Necessities Highlighting Pencil. So sieht der aus. Ich habe schon sehr, sehr viele Highlighting Pencil. Von daher möchte ich den jetzt nicht aufmachen, den werdet auch ihr kriegen, weil ich habe einfach so viele und die gehen ja jetzt nicht so schnell leer, die benutze ich auch nicht so oft. Ich mache das gerne alles mit Lidschatten. Von daher wäre es jetzt Quatsch, wenn ich den jetzt öffne und swatche, weil da würden sich andere von euch, glaube ich, mehr darüber freuen, deswegen kriegt den einer von euch. Und dann sind hier noch zwei Produkte drin, einmal von Hot Makeup 100% Happiness Bronzing Powder. So sieht das Ganze aus. Und ich mache das mal auf und könnt ihr ihn nochmal so sehen. Der sieht für mich sehr orangestichig aus, muss ich sagen. Ja, ich glaube, den swatche ich jetzt nicht. Der hat auch ein bisschen Glitzerpartikel drin. Finde ich cool, dass hier ein Bronzer drin ist. Aber die Verpackung ist jetzt auch nicht so fertig. Alles Plastik und so. Von Reverse ist der übrigens. Ist die Marke. Aber ja, ich glaube, der ist mir zu orange. Ich glaube, den verlose ich auch, weil ich bin ja jetzt so ein bisschen, seitdem ich ausgemistet habe, ich will nicht immer wieder mehr dazu, was mir vielleicht gar nicht gefällt. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt was für mich, deswegen kriegt ihr das.
Und dann ist hier noch von Imiden, oder Imiden wahrscheinlich eher, Beautiful Skins Begins with Advanced Beauty Shot. Kollagen und Vitamin C, ready to drink, sugar free. Okay, das ist einfach so ein kleiner Shot zum Trinken. Keine Ahnung, was da drin ist. Also Vitamine sind da drin. Ja, komm, probiere ich mal. Ich teste das jetzt hier mal für euch. Ich hoffe, das schmeckt. Sonst weine ich gleich. Ich habe gekleckert. Das riecht irgendwie seltsam. Ich habe echt, dann kann man das wirklich trinken. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Steht ready to drink, also ich denke mal ja. Also es war nicht lecker. Auf jeden Fall war es nicht lecker. Aber weiß ich nicht, vielleicht ist es jetzt eine Wunderwirkung und wer weiß, bringt irgendwas ganz Tolles. Vermutlich nicht, aber man kann es sich sehr einbilden. Und ja, boah. Muss gleich mal was Richtiges trinken, das ist ja echt eklig. Boah. Ja, auf jeden Fall war es das mit der Box. Die wird es jetzt auf jeden Fall erstmal eine längere Zeit auf meinem Kanal geben. Ich hoffe, das findet ihr gut. Ich weiß, viele von euch gucken gerne meine Unboxings. Ich drehe auch gerne Unboxings. Ich bin auch eine Person, ich gucke auch sehr gerne Unboxings. Sogar damals, als ich selbst die Box abonniert hatte und ich wusste, was da drin ist. Aber ich wollte die Reaktion von anderen Leuten sehen. Also voll dumm, aber so ist das. Ja, das war die Box. Und das war es auch mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.